Byzanz hatte auch mit den Normannen aus Osteuropa zu tun. Sie wurden Wareger genannt. Schon 989 schickte der Kiewer Fürst Wladimir 6000 Krieger nach Byzanz, die bald zur Palastwache wurden. Im 11. Jahrhundert waren varegische Krieger gegen die vordringenden Seldschuken im Einsatz. Einige kämpften vorher in Spanien gegen die Araber. Da sie aus der Normandie stammten, wurden sie aber in byzantinischen Quellen als Franken bezeichnet. Die Herrschaftsbildung in Süditalien könnte einige Normannen auf die Idee gebracht haben, in Anatolien Ähnliches zu versuchen. Sie scheiterten, da es der byzantinischen Diplomatie gelang, die Seldschuken gegen die Normannen in Stellung zu bringen. Die Normannen aus dem Westen waren auch in großer Zahl an den Kreuzzügen beteiligt. Das Fürstentum Antiochia kann als normannisches Fürstentum bezeichnet werden. In Osteuropa sind die Wikinger die Begründer Russlands. Die erste Herrschaft erstreckte sich Mitte des 9. Jahrhunderts über Nowgorod im Nordwesten Russlands. Im 10. Jahrhundert entstand das Kiewer Reich. Großfürst Wladimir nahm 988 den orthodoxen Glauben an. Kiew wurde zu einem Metropolitansitz. Charakteristisch für das östliche Europa ist die sogenannte Senioratsverfassung im Erbrecht. Das bedeutet, das Erbe wird unter allen Söhnen aufgeteilt, aber einem Teilherrscher soll der Vorrang gebühren. In der Praxis führte das zu einer raschen und starken Zersplitterung des Landes. So gibt es zahlreiche russische Fürstentümer im Mittelalter. Dazu kommen andauernde Angriffe von Reitervölkern aus Zentralasien. Mit der Verlegung des Metropolitansitzes 1326 nach Moskau begann der Aufstieg dieser Stadt. Von dort aus begann dann die Sammlung der russischen Erde, wie es in der russischen Geschichtsschreibung heißt. Ende des 14. Jahrhunderts war der Moskauer Führungsanspruch durchgesetzt. Mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts war dieser Prozess dann abgeschlossen. 1547 wurde der Zarentitel angenommen.